Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. Du suchst so. Wahrscheinlich Mary. Nein, ich suche niemanden. Ich suche das Missionsboard und gucke mir jetzt hier mal nach Missionen um. Crimson Fleet Captain. Ja, das könnte passen. Wir könnten auch noch mal eine auf dem Planeten machen. Warum auch nicht? Nehmen wir zwei an und machen irgendeine. Gucken wir erstmal. Wir reisen erstmal zu einem beliebigen Planeten in den System. Welcher ist ja erstmal egal. So, und wir haben Großmutter. Hallo. Ich habe gerade Essen fertig gekocht. Ach, die! Falls du vorbeikommen willst. Hey, wir haben Omi schon wieder gefunden. Omi ist sogar im Weltall. Mal wieder. Ah, schön. So, Crimson Fleet Captain. Was haben wir hier? Wir haben hier auch nochmal ein normales Schiff. Fliegen wir mal erstmal dahin. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück und finde doch nochmal das Crimson Schlachtschiff. Schiff in Not. Fordere Hilfe von Schiffen in der Nähe an. Das ist ein Notfall. Oh Gott. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Überall krabbeln diese Dinger rum. Ich komme an Bord, sobald ich kann. Super, die Luke ist offen. Beeil dich! Okay. Das hatten wir auch noch nicht. Dann docken wir mal an. Sehr interessant. Wird schon mal ein bisschen interessanter hier. Mal gucken. Den hatten wir auch noch nicht. Man findet immer mal wieder was. Unbefugte Lebensformen? Ach was, ist ja was ganz Neues. Räume das Schiff? Wo was denn? Was auch immer das ist. Okay. Drei haben wir da drüben noch. Problem ist, ich habe jetzt die Zeit verlangsamt und ja. Gut, der war nicht so groß. Okay, die anderen sind weiter unten. Dann gehen wir mal kurz das Schiff säubern hier. wenn ich jetzt wüsste, wie dein Schiff aufgebaut ist, dann wäre das super. Gut, den haben wir auch. Was sind das für komische Krabbelfiecher, Alter? Was hast du dir denn hier angelacht, Mensch? Da ist irgendwas. Würde ich sagen, ja, dass da was ist. Okay. Greif zu. Ja, tue ich schon, tue ich schon. Es geht sogar noch weiter runter irgendwo. Leider kenne ich mich auf deinem Schiff hier nicht so aus. Das heißt, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hallo, Captain. Darf ich mal, Captain? Geht es hier weiter nach unten? Ja, hier geht es weiter nach unten. Halbe Mannschaft ist tot. Na? Wollte er mich da nicht rüberlassen? Oh, moderne Grendel. Nehme ich doch nochmal Gaudi mit. Leider nichts, leider nichts. Oh, die Waffenkammern wurden schon geplündert. Voll unfair. Na? Wo ist das Mistvieh? Da hinten ist das Mistvieh. Da sind noch zwei Mistviechs. Ich würde sagen, das war's. Unbefugte Lebensformen entfernt. Alle Systeme aktiv. Oh
Gott sei Dank, das waren alle. Ja. Howdy. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ohne dich hätte ich das garantiert nicht erlebt. War kein Problem. Mann, wärst du nur früher gekommen. Aber was soll man machen? Hier. Ich fürchte, mehr habe ich nicht. Okay, gut. Einmal kurz, ne, und so. Auch nicht schlecht. Aber wieder so eine schöne kleine Mission. Ich weiß nicht, ich mag so kleine Missionen, mag ich. So, jetzt können wir hier wieder ins Cockpit. Müssen uns ja wieder abkoppeln. So. Viel Spaß, Captain. Und wir Weil sind sauber wischen frei. Tue ich nicht. Sauber wischen tue ich nicht. So, aber jetzt zum Crimson Fleet, Captain. Ab und zu lohnt es sich ja mal nachzugucken, ne? Ab und zu gar nicht mal so verkehrt. Ist das die Mantis? Ha, du bist erledigt. Wie Barrett sich jedes Mal köstlich darüber amüsiert. So, ihre Schilde sind hinüber. Ah. Alter, den sein Sarkasmus, ich mag ihn. So, ja, sprich mit Emma Wilcox. Wir machen jetzt aber noch den gesetzlosen Captain. Auf der unerforschte Route. Oh, flitzen wir einmal kurz hier rüber. Ist ja nicht das Problem. Brauchen wir noch ein paar Pistolenkills. Wir müssen noch ein bisschen was nachladen und so. Und diesmal machen wir nicht den Fehler, dass ich das zu früh umsetze. Wir brauchen auch noch ein bisschen Umgebungsschaden. Wir müssen uns noch eine Infektion einhandeln. Und wir müssen auch noch Stichwunden oder Blutung kriegen. Seh dir diese Sterne. Sollte also passen. Und was ist hier jetzt los? Spacer? Geht auf die Zeit davon. Entscheide dich jetzt. Ein Urlaub wäre schön. Falls du großherzig bist, könntest du uns helfen, oder wir können dein Schiff zerstören. Na komm. Kommt und holt euch meine Credits, wenn ihr sie haben wollt. Ja, wenn es so laufen soll. Jetzt stirbst du. Muss ich nur schnell genug in die Erfassung reinkriegen? Oh, jetzt darf ich keine Schilde mehr. Na komm. Passt. Alter, der dreht halt auch noch so blöde ab hier. Ziel hat den Grafantrieb verloren. Sie können nicht wegspringen. Erfasst. Ihr Schildsystem ist beschädigt. Nicht nur ihr Schild. Sie haben gleich komplett ausgehaucht. Na, hat ihnen das nicht so geschmeckt, aber nicht mein Problem. So, einmal hier schnell nochmal mitnehmen. Vielleicht kriegen wir da nochmal Reparaturkits. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass sie mir wenigstens ein bisschen Schaden zufügen, damit ich schon mal die Reparaturkits auspacken kann. Aber, naja, wir sammeln uns schon mal welche. Aber sie haben halt immer keine. Muss ich sie wieder kaufen? Bin ich irgendwie falsch? Achso, ja, da sind wir hier falsch. Ich muss ja noch eins weiter. Sonst wird das nichts. Wir müssen ja hier nochmal eine Drehung führen. Und noch eine, weil der Graf erst jetzt anspringt. Und tschüss. Ich liebe das Gefühl nach einem perfekten Sprung. Ah, Moment, wir haben hier schon wieder jemanden. Ah, Siedler. Na gut, Siedler sind mir eigentlich wurscht. Sie wollen nichts von mir, ich will nichts von ihnen, also passt das.
Das beruht denn so auf Gegenseitigkeit und so, ne? So, dann wollen wir jetzt hier uns nochmal ein paar Points reindrücken. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Pistole lächelt. Ein toter Felsen. Förmlich. Davon gibt's im Stern mehr viele. Ah, das stimmt. So, dann wollen wir mal gucken, dass sie jetzt nicht hoffentlich allzu stark sind. Da habe ich nämlich schon den ersten Gegner. So, nimm wir der mal gleich alles weg. Nur diesen einen hier. Oh, schlecht. Der wusste noch nicht mal, woher das kam. Der Ärmste. So, nächsten erschossen. Ah, das POI kennt man hier halt auch schon zu Genüge. Man weiß so ungefähr, wo die sind. Was ist mit dem Crit? Das ist schon böse mittlerweile. Und wird immer böser. Und auch das mit dem... Regenerieren ist auch schon relativ eklig. Für normale Gegner sind wir schon ein Halbgott. So. Bist du noch nicht tot? Jetzt. Habe ich nicht richtig erwischt. 1200 Schaden waren halt noch nicht genug. Ich komme ja gleich. Ja, er kann nicht. Los hier. Es ist vorbei. Es ist vorbei, okay. Hoppala. Aber Sam, du bringst uns beide fast um. Gut. Aber eigentlich müssen wir da hinten den Dude nehmen. Und wir haben schon Blutung gekriegt. Na, ich muss halt sehr stark auf meine Lebenspunkte achten. Das ist eine die Waffe, natürlich. Oh, Alter, da hat er aber gut reingedrückt. Ah, bei dir gehe ich kein Risiko ein. Aber nimm dir trotzdem alles weg. Brauchst du nicht. Hab ich gerade beschlossen. Und Quest beendet. Gut, haben wir schon fast gleich wieder ein Level up. Das Bluten juckt mich ja jetzt eigentlich nicht wirklich, ne? Wir haben jetzt nur Stichwunden gekriegt, oder? Gucken wir mal kurz. Sprinten und Nahkampfangriffe verursachen meine Gesundheit Schaden. Mehr haben wir nicht gekriegt. Das heißt, ich heile das jetzt mal noch nicht. Das ist ein bisschen, also ich versuche, dass es schlimmer wird, damit wir dann halt nochmal eine zweite haben, was man dann heilen kann. Das ist ja eher körperliches Leiden, das ist ja kein Umgebungsleiden oder ähnliches. Und warum will ich jetzt eigentlich zu meinem Schiff laufen? Weiß ich selber noch nicht. Bestimmt auch kurz vor 170. So, gehen wir einmal ins Cockpit, mache ich mich mal kurz leer. Das sollte dann auch schon ein bisschen passen. So, und dann war hier mal kurz Gaudi, zack und zack. War mal hier so zwei... Ja, ich habe schon wieder meinen Kater reingeschmissen. Ah, nein. Das passiert mir sehr, sehr häufig immer noch. Eieieiei. So, einen Anzug können wir dir nochmal hier reinpacken. Zwei Rucksäcke, ein paar Helme. Bisschen Kleidung, bisschen Werfbares, Munition, ja gut, ich habe noch ein bisschen gestohlene Munition, natürlich. Die Höhlenlos können auch weg, die MI behalten wir und die schwere Partikelchen, die kommen auch weg. So, Ressourcen und hier sind immer noch dieselben. Ach, jetzt habe ich mir schon wieder eine Waffe rausgenommen, die ich nicht haben wollte. Ich wollte eigentlich nur meinen Cutter wieder haben. Und die kommt wieder rein. So. Ohne mein Cutter gehe ich doch nirgendwo hin. Brauchst du etwas? Nein, ich brauche nichts.
Dementsprechend. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt ganz schnell wieder zu Emma zurückgehen und den nächsten Inspektionsauftrag kriegen. So, einmal schnell wieder zurück. Jetzt geht's ja um ein gestohlenes Schiff, alias die Pharma. Da kriegen wir jetzt auch ein paar Pistolenkills wieder gut mit hin. Sollte auf jeden Fall kein Hexenwerk sein. Level Up müssten wir dann auch noch kriegen. Ich wüsste jetzt gar nicht, welchen Skill ich jetzt als nächstes ausbaue. Oder welchen, wo wir jetzt nochmal den Punkt reinpacken, damit wir vielleicht nochmal ein bisschen was kriegen und so. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber komm, wir bluten uns erstmal durch. Amira Wolf, im Unterhaus könnte jemanden wie dich bestimmen. Okay, Prognose verbessert, Stichwunden, okay. War Solomon Cole wirklich so krass? Manche guter Wolf. So, hätte er das Ganze. Das war... Guter Wolf. Die Quest selber sagt mir jetzt nichts. Aber der Name sagte mir was. War das nicht die mit den, Naja, können wir ja später nochmal gucken. Akila ist wirklich das Herz des Freestyle. Ah, du bist zurück. Wie war's? Die Mission war ein Erfolg. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut. Du hast den Auftrag erledigt. Also reden wir mit dem Marshall. Komm mit. Gut, rennen wir schon mal hoch. Weil du wirst eine Weile brauchen, bis du vom Tisch aufgestanden bist. Bis du die Treppen hochgeworkt bist. Da bin ich doch schon dreimal bei Marshall oben gewesen. Halt. Ich weiß sogar mittlerweile den Weg zum Marshall. Du bist echt mutig. Wir sind dann wohl fertig. Okay. Bin echt mutig. In diesem Job sind deine Augen, deine Ohren und dein Verstand ebenso wichtig wie deine Marke und deine Waffe. Ach, hier ist schon ein Spaziergang, ein Ganzkörper-Workout. Ein Ganzkörper-Workout? Da kommt sie. Marshall? Emma, du bist vermutlich hier, weil du überzeugt bist, dass unser Neuling dem Job gewachsen ist. Wirkt recht fähig. Und wir könnten die Hilfe brauchen. Also gut. Tritt vor, Neuling. Auf ein Wort. Ich habe nur eine Frage. Schwörst du, die Menschen im Freestar Collective zu beschützen, auch wenn du dabei dein Leben riskierst? Absolut, Marshall. Gut. Hier, für dich. Du bist jetzt Deputy bei den Freestar Rangern. Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig. Hör auf sie und befolge ihre Befehle. Willkommen an Bord, Deputy. Glückwunsch. Die Rangers sind eine gute Truppe und können froh sein, dich zu haben. Wir haben leider zu viel zu tun, um eine Willkommensparty zu schmeißen. Eine Farmerin auf Montara Luna hat uns kontaktiert. Offenbar will ihr jemand ihre Farm wegnehmen. Sie hat Angst, dass sie in Gefahr sein könnte. Klingt recht simpel. Naja, das ist am Anfang meistens so. Es bleibt aber nicht immer dabei. Am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus, sondern bist völlig unvoreingenommen. Pack alles ein, was du brauchst. Dann brechen wir auf. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir haben ja jetzt eine Deadeye gekriegt mit Mods und Co. Macht die eigentlich auch schon ordentlich Bums. Und sie hat eigentlich auch einen sehr schönen Skin. Also der Skin gefällt mir auch da drauf. Mündungsbremse, Munition aus angereichertem Uran, Stechabzug. Ist auch schon ein bisschen durchmodifiziert. Könnte somit fast genauso viel machen wie unsere mit erweiterten Magazin. Wäre somit eine Überlegung wert, ne? Von Ranger Wilcox kannst du viel lernen. Na denn. So, dann gucken wir doch mal. Dann kommen wir modden die einfach mal durch. Müssen ja jetzt eigentlich nur zur Wagner fahren. Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Bitte Scan abwarten.
Ja, leider. Scan abgeschlossen. Scan abgeschlossen. So, aber jetzt dürfen wir doch endlich landen. Die dürfte doch eigentlich auch relativ gut reinbolzen, oder? Ich bin am Überlegen, noch mal ein bisschen mehr Munition für die mitzunehmen. Und einfach mal so ein bisschen mal was anderes drin zu haben. Motzen wir sie noch mal richtig auf. Also angereichertes Uran, die Munitionart dürfte eigentlich schon relativ gut sein. Mal gucken. So, Jups. Munition und wir brauchen. Ja, was brauchen wir? Brauchen wir 7,5 White Out, ne? Ne, was brauchten wir für Muni? 7,5 mm. Okay. 7,5 White Out. Ah, viel habe ich davon jetzt nicht, aber ich habe ein bisschen was. So schwer ist das nicht. Dann gucken wir nochmal, dass wir sie nochmal ein bisschen motzen. Ich habe Zeit. Gut, dass du Zeit hast, Barrett. Ja. Nein. So, dann gucken wir nochmal. Deadeye. Standardlauf. Wir könnten noch einen kurzen Lauf reinsetzen. Würde aber die Präzision runtersetzen. Auf Kosten Rückstoßkontrolle. Nee, lassen wir. Laservisier lassen wir auch. Kurzreichweitenvisier. Könnten natürlich auch ein Aufklärungsvisier machen. Wäre aber die Präzision auch ein bisschen schlechter. Oh. Aber wir können Schalldämpfer draufpacken. Schalldämpfer natürlich deutlich besser. Das heißt, wir können damit auch schallgedämpft schießen. So, Standardgriff. Wir können natürlich den taktischen noch drauf machen. Ja, Munition aus angereichertem Uran wäre jetzt nur noch. Oh. Durchdringen. Oh, unglaublich starke Geschosse, die mehrere Gegner durchdringen können. Ja, würde die Distanz verringern, aber den Schaden doch nochmal deutlich erhöhen. Okay, warum kann ich Standard-Whiteout-Munition reinmachen? Aber hab keinen energetischen Effekt. 273, machen wir doch durchdringend rein. Stechabzug, wir können noch auf Leistung... Oh, jetzt können sie ballern, So, halbautomatisch oder Binärabzug. Ein binärer Abzug sorgt dafür, dass die Waffe sowohl beim Auslösen als auch beim Loslassen des Abzugs feuert. Und so eine schnellere Feuerrate erreicht. Na komm, machen wir. Also sprich, so doppelt, ich habe keine Ahnung, ob ich das so überhaupt spielen kann. Wir testen das einmal kurz hier. Da steht gerade keiner. Ist okay, ist okay. Ist gewöhnungsbedürftig, bin ich ehrlich. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Kann ich dir irgendwie helfen, Captain? Nein, Barrett, du kannst mir nicht helfen. Wir gehen jetzt erstmal raus. So, einmal raus hier. Hier drüben. Hier drüben, ja, okay. Warum gleich ein Sandsturm, oder? Ja, wir haben ein Sandsturmereignis. Sehr cool. Sonnenumgebungsschaden mag ich. Die Freestar Ranger. Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich freue, euch zu sehen. Ich bin Ranger Emma Wilcox. Das ist mein Deputy. Wir helfen dir. Also, was ist passiert? Ich war gerade beim Pflanzen auf dem Feld, als ich ein paar Männer habe kommen sehen. Sie sahen aus wie Soldaten, mit Uniformen und Waffen. Sie wollten die Farm kaufen, haben nicht mal gefragt, ob sie zu verkaufen ist. Ihr Angebot war mies, also habe ich ihnen gesagt, wo sie es sich hinstecken können. Sie haben gesagt, sie geben mir Bedenkzeit. Und dass ich es bereue, wenn ich es mir nicht anders überlege. Dann sind sie gegangen. Wenn Sie vorhaben, wiederzukommen, müssen Sie irgendwo in der Nähe sein. Hinter dem Haus liegen Canyons. Da sind Sie hingegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ah, noch was. Sie haben gesagt, Sie wären die Ersten. Die Ersten wovon, weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können.
Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Also, na denn? Gehen wir uns die Canyons ansehen. Genau. Na, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Sandsturm noch hält. Und ob er uns jetzt wirklich schädigen tut. Aber gucken wir mal. Stiefelspuren. Mehrere Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Vielleicht finden wir noch mehr. Ist still hier draußen. Das ist schön. Mal was anderes als Aquila still. City. Übelster Sandsturm. Still. So. Die Sichtlinien hier sind grauenhaft. Es könnte alles vor ihm sein. Feierst du was? Mit den Canyons hätte ich mich monatelang beschäftigen können. Ich hätte mir jeden Winkel angesehen. Hey, das war schon mal das Level Up. Echt nicht schlecht, also gewöhnungsbedürftig. Mit loslassen und gleichzeitig nochmal feuern. Aber okay. Langsam drücken die Pistolen halt richtig Damage raus. Hab hier ein Problem! So, kurz nachladen. Das passt doch. So, machen wir gleich weiter. Gute Sorge, Deputy. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte. So. Das Piepen geht einem nur ein bisschen auf den Senkel. Aber nur ein bisschen. Alter, 6000er? Alter, das drückt ja richtig rein. Nee, für den Scanner brauchen wir das andere. Ich glaube, da ist gerade jemand in die Luft geflogen. Der zweite gleich hinterher. Der dritte auch. Okay, wir kriegen gerade Umweltkontrollenschaden. Vorsicht! So geht das natürlich auch. Ist okay, dass ich das heute dir überlasse, oder? Jupp. Vollkommen in Ordnung. Ist schön, mal unter freiem Himmel zu sein. Als Mutter bin ich nicht mehr so oft im Feldansatz wie früher. Na, ja, bleib hier. Ich habe mir überlegen, na, Stichwunden haben wir jetzt nur noch. Das Problem ist, wenn ich jetzt zu viel TP verliere, wir haben nachher noch einen Endkampf. Dann könnte das ein bisschen schwierig werden. Nee, komm, ich gebe einfach nur Gas. In Deckung! So. Achtung! Ja, ja. Ja, wie schnell ich alles verschieße hier. Aber unsere Pistolenkills steigen relativ schnell. So, jetzt nochmal ein bisschen Gas geben hier. Ich würde ja gerne nochmal irgendwie nach irgendwas suchen, aber.
Das wäre, glaube ich, nicht so schlau jetzt. Ah, hier vorne ist es ja schon. Wir haben noch nie so nah bei Aquila was überfallen. Wir sind praktisch. Gleich amüsieren wir uns. Guck mal an. Wen haben wir denn da? Die Wagoner hat die Kavallerie gerufen. Aber eine jämmerliche Kavallerie. Dreht mal lieber um und verschwindet wieder, solange ihr noch könnt. Ihr werdet mich erst los, wenn ich Antworten kriege. Denkst du echt, du kannst hier Forderungen stellen? Das Einzige, was du von uns kriegst, ist ein frühes Grab. Also, irgendwelche letzten Worte, die ich vergessen kann? Ihr seid alle verhaftet. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Die Freestar Ranger interessieren mich einen Scheiß. Eigentlich macht das die Sache nur noch lustiger. Macht sie fertig, Jungs! Wir sind aufgeflogen! Schnell nachladen, komm schon. Ein noch. Hey. Uiuiuiui. Vorsichtig, ich habe Knochenbruch erlitten. Das war deutlich heftiger als erwartet. Reden wir. Ja, Moment, lass mich erstmal looten. Danke für deine Spende an die Korako Bücherkasse. Korako Bücherkasse? Nein, setz dich doch jetzt nicht hin. Alter, mein Anzug ist doch schon weg. Jedenfalls mein Anzugschutz. Und will doch nochmal kurz die Munition haben. So. Wir haben jetzt einmal einen Knochenbruch. Okay. Eingehender Schaden ist erhöht. Ja, das heißt, ich sollte jetzt. Hilfe, Allheilmittel, wenigstens schon mal Knochenbruch und Lungenschaden verbessern. Alles okay? Ja, Moment. Moment. Bis dann. Ich habe was vergessen. Wir müssen ja noch die Notiz lesen. Job erledigt. So, haben wir gelesen. Hast du was Interessantes gefunden? Sieh dir das mal an. Was haben wir denn hier alles? Interessant. Ihr Schiff wurde also aus der Hopetech-Fabrik gestohlen. Wer auch immer das war, muss ein unfassbar guter Schiffsdieb sein. Irgendjemand will diese Farm unbedingt haben. Apropos, gehen wir zurück und sagen Wagoner, dass sie erstmal in Sicherheit ist. Ah, dann gehen wir mal zurück. Jetzt bin ich am Überlegen, so zurückzulaufen, denn wir kriegen ja jetzt gerade ein bisschen Schaden. Oh, wir haben uns schon von dem Knochenbruch relativ schnell geheilt. Sehr schön. Kann ich einen neuen kriegen? Mein Lungenschaden hat sich aber leider verschlimmert. Lass halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen piepen hier. Oh. Moment, wir könnten ja eigentlich auch... Müssen wir eh ein bisschen was scannen. Genau, für die Analyse. Wir sollen ja hier so ein bisschen seltene Ressourcen einmal durchscannen. So, haben wir nochmal Chlor. Sind wir schon bei 5. Erfolgreich. Hier war sonst nichts weiter. Hier sind nochmal Kisten, Munitionskäferchen. Lungenschaden hat sich verschlimmert. Na, die letzten paar Meter, da schaffe ich auch noch. Kriegen wir halt nochmal ein bisschen Umgebungsschaden. Das passt eigentlich ganz gut. Ne, Aluminium. Kenne ich dich nochmal durch. Ich nochmal mit. Oh,
Sonst sehe ich aber jetzt nichts weiter hier. Also düsen hier jetzt einmal kurz rüber. Ja, Aluminium, Aluminium. So. Haben wir die aber ganz schnell hinter uns gelassen. Gut, mehr haben wir hier auch nicht. Sagen wir mal erstmal der Regener Bescheid. Was gibt's Neues? Was ist passiert? Habt ihr die Männer gefunden? Du hattest recht. Sie waren im Canyon. Leider ist es handgreiflich geworden. Na, da bin ich aber froh, dass ihr unversehrt seid. Die waren entweder verrückt oder verzweifelt, wenn sie sich mit den Freestar Rangern anlegen. Also, wer waren sie? Und warum wollten sie meine Farm haben? Das wissen wir nicht. Sie haben nicht geredet. Ich weiß also nicht, ob nicht noch mehr kommen. Dann lege ich mir wohl lieber eine Waffe nebens Bett. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich will nicht als die Wagoner in Erinnerung bleiben, die nach Generationen die Farm der Familie verloren hat. Wir machen nur unseren Job. Klar. Trotzdem bin ich euch dankbar. Wenn du weiter Probleme hast, melde dich einfach. Wir sind im System, also können wir schnell jemanden schicken. Okay, Deputy. Zurück zum Turm. Wir müssen dem Marshall Bericht erstatten. Dann gehen wir mal zurück zum Marshall. Machen wir aber über Schnellreise jetzt. Rezit? Was ist Grizzit? Ich kann mir die Namen einfach nicht merken. Wir haben einfach schon zu viel gesehen. Ach, das ist der Planet. Planet uninteressant. Schiff. Freestar Rambler. Ja gut. Das ist mir egal. Der wird dann einfach nur wo wahrscheinlich entweder in Kampfhandlung verstrickt sein oder einfach nur da rumfliegen, damit wir Piraterie betreiben können. Piraterie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Von daher, naja. Schon Level 170. Eieieiei. Bin mal gespannt, welches Level wir am Ende haben. So, jetzt haben wir noch eine Schutzregeneration. Ich bin am Überlegen, hier nochmal fix irgendwie einen Arzt aufzusuchen. Das müsste mir ja eigentlich gut angezeigt werden, ne? Wo der Arzt ist. Ich weiß, hier war irgendwo ein Arzt. Ich vergesse jedes Mal, wo der ist. Jetzt, wo wir das mit dem HUD haben. Nee, keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich gehe dann wieder nach Woli. Müsste ich jetzt erstmal aussuchen. Aber schließen wir jetzt erstmal ab. Nee, ich muss es so selbst davon genesen, ne? So, wie sieht denn meine... Wir haben jetzt einen schweren Lungenschaden. Sporadischer Husten. Okay. Nahkampfangriffe verbrauchen und Regenerationsrate reduziert. Ah, ist nicht so wild. Das kriegen wir nochmal... Ein bisschen besser in den Griff. Dann haben wir nochmal ein Heilmittel. Ich zwar nochmal ein bisschen Atemprobleme, es aber kommen viele passt schon. Promis nach Aquila. Man weiß nie, wen man in der Kneipe so alles. So, dann geben wir einmal kurz oben Bescheid. Wie viel Umgebungsschaden haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Ich will hier nochmal kurz gucken. Ah, sind bei 145, war nicht so viel. Ja, das, ich glaube, ich hätte das Wetterphänomen noch ein bisschen mehr ausnutzen sollen. Aber, naja, machen wir weiter. Was ist auf Monterra Luna los? Der Hilferuf von der Wagoner Farm war doch ein wenig interessanter als gedacht. Ein paar Männer wollten die Wagoners von ihrem Land vertreiben. Erst wollten sie es kaufen, dann haben sie es mit Drohungen versucht. Wir haben sie zur Rede gestellt und das wurde hässlich. Es hat keiner von ihnen überlebt. Du hast jemandem in Not geholfen. Und bist lebendig zurück. Das ist ein Erfolg. Die Wagoner ist in Sicherheit. Das ist das Wichtige. Vorerst ja. Aber sie könnte immer noch in Gefahr sein. Deswegen müssen wir mehr Infos sammeln. Welchen Eindruck hattest du von den Männern, die sich die Farm holen wollten?
Sie waren tough und gut bewaffnet, vermutlich Söldner. Wenn das stimmt, muss jemand sie angeheuert haben. Also habt ihr etwas gefunden, das erklären könnte, warum diese Männer die Farm wollten? Nur das hier. Okay. Der Dieb hatte offenbar Hilfe von einem Insider bei Hope Tech. Das ist nicht gerade viel. Es gibt noch was. Sie hatten Uniformen der Freestar-Miliz an. Das Einheitenabzeichen war gelb auf schwarz mit der Zahl 1. Hast du nicht im Koloniekrieg gekämpft, Marshall? Klingelt da irgendwas bei dir? Die First Cavalry. Ich war mal in der Einheit. Aber sie wurde vor Jahrzehnten aufgelöst. Nach der Schlacht von Nera. Es war sowieso nicht mehr viel übrig. Unsere beste Spur ist es wohl, den Schiffsdieb zu finden, den die Typen angeheuert hatten. Scheiße. Es ist unsere einzige Spur. Die Hope-Tech-Fabrik liegt in Hopetown auf Polvo. Nir Kalu ist unser Ranger dort. Sie kann dir Ron Hope vorstellen, den Präsidenten von Hope-Tech. Vielleicht kann er dir helfen, den Dieb zu finden. Aber pass auf, dass du ihn nicht verärgerst. Er sitzt im Rat der Gouverneure, dem wir unterstellt sind. Das wird kein Problem. Gut, ich kann's wirklich nicht brauchen, dass der Rat mir Ärger macht. Das ist jetzt deine Mission, Deputy. Finde gemeinsam mit den anderen Rangern möglichst viel über die Männer auf Montara Luna heraus. Ich suche inzwischen nach einer möglichen Verbindung zur First Cavalry. Viel Glück bei der Jagd. Okay, wunderbar. Aber ich frage mich gerade, wo ist eigentlich Sam? Habe ich den jetzt auch mit abgehängt? Hängt er noch im Canyon fest? So, und die andere Sache ist, wir haben jetzt schon 3 Verletzungen, aber immer noch keine Dekontaminierung. Weil wir noch keine Infektion so wirklich hatten, ne? Na gut, hier ist schon mal voll. Hier noch nicht. Bin ja jetzt auch noch einen Punkt zu verteilen. Da wird es noch einiges schwierig rankommen zu sein. Ja. Raumschiffkampf kommen wir ja gleich erst zu. Oh, ich weiß nicht, was ich jetzt als nächstes nehmen soll. Nehmen wir die Schmerzgrenze. Wer die Wahl hat, hat die Qual, sagt man immer so schön. Infektionen. Haben wir halt bis jetzt keine, aber die Genesung, die funktioniert schon mal recht gut. Das heißt, auch die Stichwunde war eine Verletzung. Eine Infektion kriegen wir ja nur irgendwie, wenn wir... Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Moment, machen wir mal... Bevor wir jetzt nach Terra Luna gehen, gehen wir jetzt mal kurz... nein, nicht nach Narion. Alpha Centauri. Ich sollte vielleicht auch mal kurz die Quest auswählen. Wladimir, ich brauche dich mal. Wir brauchen mal einen Tempel. Weil bevor ich jetzt auf den Punkt rein versetze, wie gesagt, mein Denken ist jetzt natürlich durch die Umgebung, also durch den Umgebungsschaden kriegen wir ja Verletzungen. Und diese Verletzungen können wir ja dann einfach so abschütteln. Alter, das wird so lange dauern. Bis wir das wirklich richtig fertig haben. Ich gebe es mir ungern zu, aber... New Atlantis hat schon Stil. Ja. So, wir sind ja jetzt an und für sich auch geheilt. Das heißt, ich kann auch eine Stunde irgendwo schlafen und dann sind wir auch wieder voll geheilt. Das sollte eigentlich passen. Wow. Bloody? Du bist dieses extra Dimension. Ich habe die Daten nach einem weiteren Treffer durchgeackert. Das hier könnte was sein. Dankeschön. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal die Kraft. Einmal dahin reisen. Lasst niemanden leben. Ihr Sprungantrieb ist getroffen.
konnte ja noch nicht mal irgendwas erfassen hier. Schilde sind ausgeschaltet. Wir haben ihren Grafantrieb zerstört. Ihr Sprungsystem ist offline. Ich glaube, das war's. Händlerfrachter. Online. Was gibt's, fremdes Schiff? Nichts. Okay, gut. Scheint kein wirklich interessiert. Ja, gut. Ich komme da an, werd beschossen, schieß zurück, bin ich da alle. Und der Händler hat's noch nicht mal mitgekriegt. Landesequenz wird eingeleitet. Das passt. Vielleicht haben die ja zusammengearbeitet. Vielleicht hätte ich ihn jetzt einfach erschießen sollen. Wer weiß. So, aber mich würde jetzt mal kurz interessieren, ob welche Waffen wir jetzt eigentlich wirklich jetzt hier... Ah, siehst du, wir haben nämlich keine Energiewaffen an Bord. Was zählt denn die? Zählt die auch als Autowaffe? Möglich. Was gibt es? Müssten wir halt nochmal kurz unsere Waffen auswechseln auf Energiewaffen. Schauen wir mal. Aber jetzt machen wir hier erstmal nochmal einmal fix leer. Ist auch nur veredelt, aber ist nicht so schlimm. Korrosiv des Profis modern. Ah, hat Kammerjäger drauf. Könnte gegen Terrormorph nachher helfen. So, die Kleidung einmal weg. Das werfbare Zeug einmal weg. Die Ressourcen einmal rüber. Und die Deputy-Marke brauche ich auch nicht. So, und Hilfe haben wir bestimmt noch mal ein bisschen zu viel. Hier ist noch ein Wickel. Kaffee. Bisschen Herz. Hab doch mal ein Herz. Nein. Gut. Dann gucken wir mal. Wir können jetzt hier einmal kurz eine Stunde schlafen. Neuer Tag, neue Credits. Dann sind wir auch schon wieder geheilt. Und gehen jetzt hier einmal kurz nach unten raus. Essen und trinken natürlich einmal kurz. Jetzt rutsch hier runter. Nicht festhalten. Wir wollen schon rauskommen. Würde mich halt nur interessieren, ob wir jetzt hier Umgebungsschaden kriegen oder nicht. Mal jetzt erstmal schauen, wo ist der Tempel? In welcher Richtung? In der Richtung. Na, Uran zählt als neutral. Was haben wir da? Kupfer. Wir können uns jetzt mal kurz von Giftgasen... ja, wir können uns mal von Giftgasen schädigen lassen. Wir haben jetzt hier... minus 122 Grad. Das heißt, wir erleiden eigentlich auch Erfrierung. Ich habe jetzt eine Unterkühlung. Das heißt, ich nehme das jetzt einfach mal so mit. Das Kupfer scannen wir nochmal. Laufen wir jetzt hier einmal kurz durch. Das ist nur Wasser, aber Wasser zählt da auch, okay. Gut, vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Das geht relativ zügig jetzt mit dem Runterfallen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen gewagt, aber ich denke mal, ich kriege das Sternblut auch so hin. Ohne, dass ich jetzt Schiss schieben muss oder so. Das sollte schon passen. Und da wir sowieso relativ safety hier schnell nach oben gehen können, passt das auch. Na, da haben wir nochmal Nickel. Das kann ich nochmal mitnehmen. Jetzt bräuchte ich nur noch entweder das Eisen... oder Alkal, ne? So, wir haben jetzt Unterkühlung, ne? Ja gut, ich lasse mich nochmal ein bisschen weiter runterkühlen. Möchte jetzt wirklich wissen, ob das jetzt mit dazu zählt oder nicht. Weil dann wäre es ja dann über Umgebungsschaden. Dann muss ich ja noch mehr aufpassen, dass ich Umgebungsschaden noch nicht den letzten Punkt reingebe, weil dann werden wir ja noch... besser gegen Umgebungsschaden gefeit. Damit ich halt nochmal ein bisschen schneller die Dinger reinkriege. Wir sind ja jetzt kurz vorm letzten. Das könnte sonst ein bisschen nur
in die Länge gezogen werden. Unmöglich wird es, denke ich mal, nicht sein, weil das wäre ja Blödsinn, wenn es jetzt komplett unmöglich ist, dann nochmal irgendwie eine Krankheit zu generieren. So. Aber man merkt, das wird alles schon deutlich besser. Auch gerade jetzt, dass wir den Boost-Pack macht die Tempel schon mal deutlich einfacher. So, jetzt holen wir uns hier einmal kurz das Power-Up ab. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ich so glitzern tue. Bin ich schon so overpowered, ja? Aber dann haben wir jetzt wenigstens für diese Folge schon mal den Tempel erledigt. Und ich kann dem jetzt genau auf die Spur gehen. Wenn nicht, dann bräuchten wir mal Hitzeschaden oder sowas in der Richtung. Elementar, so. Also, das war ja jetzt mehr als stark. Gut, jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich wieder so ein Ding finde. Wenn ich mich wieder ein bisschen reinstellen kann. Nehme ich noch ein bisschen mehr Umgebungsschaden mit. In der Zeit müssten wir eigentlich auch nochmal sowas wie eine andere Infektion oder so kriegen. Irgendwo hier hatten wir doch... Ah, Zeit läuft wieder normal. Irgendwo was. Da zum Beispiel. Einmal landen. Die Schutzreaktion einmal verlieren. Ich kann ja auch ein bisschen länger hier drauf stehen bleiben. Meine Unterkühlung hat sich gerade verbessert. Also man merkt schon, es geht schon ordentlich gegen an. Jetzt haben wir wieder eine Unterkühlung. Hat sich wieder verschlimmert. So. Ich hab nochmal extra ein bisschen länger hier drauf stehen. So ab der Hälfte und dann so ungefähr, dann laufe ich los. Das sollte passen. Wir härten unseren Körper immer mehr ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme mir manchmal echt vor, so hier wie ein Shaolin. So in der Richtung. Fehlt eigentlich nur noch, dass wir uns unter einen Wasserfall setzen und meditieren. Wir spüren keine Schmerzen mehr. So in der Richtung. Aber wir könnten auch viel mit Wassereimer machen. Ist auch nicht so schlimm. Wasser hätten wir ja genug. Bohren wir kurz an. So, komm. Gehe ich hier nochmal ein bisschen ran. Lungenschaden hat sich verschlimmert. Jetzt gehe ich auf Hälfte vom Roten noch. Das dürfte ja dann hoffentlich passen. Wie viel Umgebungsschaden haben wir schon? Also zwischendrin jetzt. Das wird nochmal lange dauern. Und ich weiß auch noch nicht, ob das mit dem Arzt klappt. Deswegen will ich jetzt auch gleich unbedingt gucken, wenn wir das vom Arzt heilen lassen. Okay. Schnell ins Schiff. Jetzt habe ich sogar Atemprobleme bekommen. Das ist aber alles auf Lunge zurückzuführen. So, jetzt gehen wir einmal kurz zwischendrin jetzt nach Voli. Weil, wie gesagt, der Arzt unseres Vertrauens. Wir haben ein Paket für ihn ausgeliefert. Also, der dürfte uns jetzt auch nochmal behandeln. Ja, dürfte er hinkriegen. So, Schutzregeneration ist wieder da. Das ist auch der kürzeste Schnellreiseweg überhaupt, finde ich. Deswegen passt es eigentlich immer ganz gut, zu ihm zu gehen. Abby und du habt mir wirklich sehr geholfen.
Doc, ich brauche Hilfe. Ich schaue mir das mal an. Ich bin überrascht, dass du überhaupt noch rumlaufen kannst. Kümmere dich um alles. Flicken wir dich zusammen. Hab schon Schlimmeres gesehen, aber nicht oft. Halt dich fest. In Topform und einsatzbereit. Okay, es zählt also auch, wenn ich das vom Arzt entfernen lasse. Aber es war nicht das richtige Leiden. Verletz dich da draußen nicht. Das heißt, Lungenschaden ist es schon mal nicht. Wir sind jetzt hier schon eins weiter. Ja komm, dann machen wir hier gleich den nächsten mit rein. Und Verletzung zu genesen. Leichte Erhöhung Wahrscheinlichkeit ganz natürlich von Infektion zu gelesen. Ja, wie kriege ich jetzt am besten eine Infektion? Ist halt ein bisschen schwieriger. Eigentlich, wenn wir Leiden nicht behandeln, ne? Kriegen wir eine Infektion. Ich sag das nicht zweimal. Lass mich in Ruhe. Ist halt jetzt gerade so ein bisschen schwierig, ne? Gut, gehen wir schon mal zu Wladimir runter. Holen uns schon mal für die nächste Folge den nächsten Tempel. Machen wir es erstmal so. Jetzt muss ich mal überlegen, wie machen wir das da jetzt am besten? Wir könnten uns vielleicht auch irgendwo runter... Na gut, das sind Knochenbrüche, das zählt ja auch als Leiden. Infektion, wir brauchen eine Infektion. Wie kriege ich eine Infektion? In unsauberen Wasserbaden. Ja, Bakterien. Oh, Turtle. Mensch. Immer schön nach Hause zu kommen. Das würde doch auch als Umgebungsschaden zählen, oder nicht? Ich habe von dir und deinen Kräften gehört. Noch ein Tempel? Zum Glück habe ich das Muster in einem von den Artefakten bemerkt. Hier. In unsauberen Gewässern baden. Wir haben hier wassersicher. Wir haben hier Wasserkeins. Wir haben hier Wasser biologisch. Biologisches Wasser sagt mir jetzt nichts, aber okay. Gucken wir nochmal, ob wir... Moment. Erstmal müssen wir so nach Gagarin fliegen, so rum. Damit ich dann die Karte habe und dann will ich mal gleich im Wasser baden. Das heißt, wir suchen uns gleich eine... Security hier. Wir scannen jetzt nach Schmuggelware. Wirst du nichts finden. Er hat schon wieder an meinem Schiff rumgespielt. Erledigt. Willkommen in Gagarin. Eieieiei, wurde schon wieder rumgespielt hier. So. Steinküste. Hier ist ein Ozean. So, das dürfte vielleicht hinhauen, dass ich jetzt in der Nähe des Ozeans bin. Wenn ich denn in der Nähe des Ozeans bin, dann muss ich ja meistens nicht so weit laufen, hoffe ich mal, um den Ozean zu begreifen. Landeplatz reicht aus. Wir bringen das Schiff runter. Gucken wir mal. Könnte vielleicht hinhauen? Das will ich jetzt noch testen, bevor wir jetzt hier die Folge beenden. Ob ich das vielleicht so machen kann. Oberflächenkarte bitte. Ja, wir müssen nur geradeaus laufen. Haben wir jede Menge Wasser. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo eine Wasserstelle haben, aber sieht nicht danach aus. Heißt nur über den Berg einmal drüber und dann passt das. Werde ich aber trotzdem kurz mal meinen Schaden wegnehmen. Ich bin ganz Ohr, Captain. Ja, ich bin ebenfalls ganz Ohr. Brauchst du was? Noch nicht. Wir schlafen mal kurz eine Stunde. Dann wollen wir mal was tun für unser Geld. Genau. Sehe ich auch so. Ich frage mich zwar, welches Geld, weil die Constellation bezahlt mich nicht. Muss mir mein Geld selbst verdienen. Aber egal. So,
Ja, in die Richtung müssen wir runter. Blitzen wir mal fix. Habe ich noch Amp? Ja. Natürlich habe ich noch Amp. So, einmal schnell zum Wasser. Baden gehen. Ich will baden gehen. Wenn ich mir da jetzt keine Bakterien reinziehe oder irgendetwas, was eine Infektion beherbergen könnte, dann weiß ich auch nicht. Biologisch heißt, da müsste ja jeder Mist drin sein, der mal irgendwie sehen kann. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, die Vögel greifen mich jetzt nicht an. Währenddessen. Ja, wenigstens mit dem Scanner fliegen können, ne? Flora abgeschlossen. Gut. Das war das für den Scanner. Geht denn eigentlich der Zoom? Sehr, sehr komischer Zoom. Ich soll runter scrollen, aber da passiert halt nichts. Naja, gut. So. Mikrobenumgebung. Bei dem Sonnenuntergang ein bisschen schwimmen. Warum denn nicht? Ah. Udelseehexe. Nimm mal diese Seehexen. Will doch nur ein bisschen im Wasser schwimmen. Dauert aber lange, bis mein Anzug... Ich muss dich leider fertig machen. Was macht? Nein, mit den Füßen drinnen stehen reicht auch schon. Nee, das ist Goku, ne? So. Scheiße. Wo sind die hin? Definitiv nicht mehr da. Da schwimmen die Kadaver. Schwimmen wir einfach mal hin. Jetzt fängt es nämlich langsam an zu piepen, aber es zählt als Umgebungsschaden, denke ich mal. Wäre das dann vielleicht so auch ein bisschen einfacher, den Umgebungsschaden zu kontrollieren? Seid ihr... seht ja mal richtig aus. Mit Tieren kann man manchmal richtig Credits machen. Es zählt schon mal ordentlich als Umgebungsschaden. Wir kriegen sogar sehr viel Umgebungsschaden. Gib mir jetzt noch eine Infektion, komm schon. Schwimmen schon mal so ein bisschen Richtung Land. Er badet hier halt auch. Ohne Anzug, ohne alles. Kein Problem für ihn. Ja, wir kriegen halt nur Umgebungsschaden. Das ist eigentlich sogar relativ flott. Ich glaube, das machen wir dann öfters. Ah, da hätte ich auch eher drauf kommen können, ne? Umgebungsschaden. Wir haben aber nicht eine Krankheit. Wir haben nichts gekriegt. Vielleicht brauchen wir schlimmeres Wasser. Aber es hat schon mal für Umgebungsschaden gereicht. Aber immer noch keine Infektion. Gut, wir haben noch andere Planeten und so. Da werden wir sicherlich nochmal was finden. Würde mich nur mal interessieren, wenn ich jetzt in mein Schiff wieder schnell reise, schlafen gehe, ob das denn weg ist. Weil, wenn ja, dann wäre das ja jetzt eigentlich der Game Changer für den anderen Skill gewesen. Weil dann hätte ich mir die ganzen Erfrierungen und die ganzen dem ganzen Thermalquatsch und so weiter, hätte ich mir mega sparen können. Weil, brauchen wir nicht. Ne?
Eine Stunde schlafen, gucken wir mal. Bist du wach? Gut. Tatsache. Das wäre der Gamechanger gewesen. Oh. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.